Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, meinem Modsüppchen und dem Turmortank Isengard. Oder das, was es mal werden soll. Momentan ist es ein großes Pluszeichen auf der Karte. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern, denn das ist ein extrem ambitioniertes Unterfangen, wenn man es nicht im Kreativmodus baut. Und ich sage gleich, ja, ich hätte mir vielleicht von den Sprengungen in Moria so ein paar Cobblestones behalten sollen. Denn ich habe mich für den versenkten Ziegel ja entschieden und der braucht 4 Cobblestones für so einen Block. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen rechnen. Also ich kann euch verraten, das hier ist 17 breit und 20 hoch. Und hier nochmal 9 tief. So, dann könnt ihr rechnen und rechnen und rechnen. Dann wisst ihr, ja, ganz viel. Genau, ist korrekt. Ja, ich glaube, ich hatte in der letzten Aufnahme noch was von 16 erzählt. Aber da es der 16 Periode 6 war, habe ich auf 17 gerundet. Einfach, weil ich davon ausgehe, dass hier eine ungerade Zahl einfach besser ist als eine gerade. Ja, das muss man sich bei so großen Bauprojekten in Minecraft ja immer überlegen, ob die Grundfläche gerade oder ungerade ist. Erst dachte ich, gerade wäre cool, aber ja, jetzt dachte ich, ungerade ist doch irgendwie cooler. Ja, Luise hat mir so alles Mögliche angeschleppt, was sie an versenktem Stein noch hatte. Sehr nett von ihr. Und ich habe mir ja auch hier eine Tinkerschmiede hingesetzt, um diese pure Masse überhaupt hinkriegen zu können, die ich dafür brauchen werde. Irgendjemand klopft da jetzt auch noch. Ja, das kann ich jetzt leider nicht abstellen. Das müsst ihr euch jetzt anhören. Das tut mir schrecklich leid. Aber ich muss jetzt aufnehmen, denn es ist so ein Jetzt-oder-nie-Fall. Na super. Ganz toll. Es war die ganze Zeit nix. Ja, Kohle muss ich auch ernten, da ich ganz viel Kohle brauchen werde. Genauer gesagt, für diese Streifen hier, diese Schlankheitsstreifen, wollte ich schon sagen. Nein, das sind so ähnlich wie, keine Ahnung, vertikale Zinnen. Keine Ahnung, was das sein soll beim Turm. Aber die gehören da dran und dann sieht er natürlich auch nicht mehr so blockig aus. Allerdings sind diese Kohle-Walls super, super teuer, denn ich muss erstmal Kohleblöcke herstellen, also 9 Kohlestücke. Das Ganze brauche ich dann 6-mal, sind 54 Kohlestücke. Und daraus kriege ich 6 Walls raus. Deswegen pflanze ich jetzt auch hier Kohle an im Keller. Im sogenannten Kohlenkeller. Ja. Und ja, für diesen ganzen Steinbedarf war ich auch schon aktiv und habe gehackt. An meiner Manual Quarry, ihr erinnert euch noch, da in der Gegend von dem Hobbit-Häuschen. Wir werden jetzt einmalig das machen, was ich jetzt vorhabe in Zukunft, damit ihr es mal gesehen habt. Ansonsten fliegen wir jetzt natürlich nicht jede Folge einfach nur hin und her. Ich muss sowieso mal gucken, wie ich das mit Folgen jetzt hinkriege, damit die auch einigermaßen abwechslungsreich für euch sind. Denn das meiste wird etwas mit versenktem Stein und Bauen zu tun haben. Aber so ist es halt, ne? Großprojekt. Hat eben große Anforderungen, sage ich mal. So. Aber einmal geht's zurück zur Basis 1. Zum Glück gibt es hier ja immer irgendwas Schönes zu sehen, wie hier das tänzelnde Pony da tänzelt ist. Ja. Und falls ihr euch jetzt nochmal fragt, warum ich nicht einfach teleportiere, dann erinnere ich nochmal an die Teleporter-Probleme in der 1.10 von Minecraft, wo man dann immer nachts sich aufstehen kann. Da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Da müsste ich mich selbst vom Server kicken und wieder einloggen und dann, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein, nein. Ja, ich bin jetzt auch mal ganz innovativ, denn ich gehe jetzt nicht in die Manual Quarry und hacke da jetzt noch irgendwie so 600 Cobblestones runter. Das wäre für euch, glaube ich, auch super langweilig. Und im Übrigen ist es da unten stockfinster und ich beleuchte da auch nicht. Also von daher, ja, es sprechen da schon mehrere Sachen dagegen. Tag, Herr Hobbit. Mir ist aber zum Glück was eingefallen, was total banal ist. Ihr werdet es aber gleich sehen, was. Denn wir haben ja ein Gerät, und zwar ein ziemlich mächtiges, ein äußerst mächtiges. Und das kann mir Cobblestone besorgen. Ich habe bisher nur immer auf Cobblestone verzichtet. Ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. Nämlich von der Quantum Quarry. Ja, dieses türkis-schwarzfarbene Ding, was Blöcke aus dem Nichts herstellt. Und wenn man sowas hat, na? Ach, schon so viel geredet heute. Und wenn man sowas hat, dann ja, sollte man es auch einsetzen, oder? Was meint ihr? Ja, ne? Ja, sehe ich auch so. So, wir sind auch fast da. Da hinten seht ihr schon das türkisene
baut sich langsam auf. Ich muss nur mal gucken, ich habe da so einen Filter drin, der ja genau die Blöcke, die ich nicht haben will, vernichtet. Und in dem Fall war das ja der Bruchstein. Das war extrahieren. Nee, wo war das? Ach nee, das war in dem. Ja, genau, hier. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Wir testen einfach mal, wenn ich nur den Filter rausnehme und die dann anwerfe. Was passiert? Also hier unten wurden ja immer die ganzen Erze gecrushed zu Dust und wurden dann in die Öfen geleitet. Hierüber habe ich die Kohle rausgezogen. Das funktioniert jetzt wahrscheinlich sowieso alles nicht. Ihr kennt ja meine Probleme mit den Itemleitungen, wenn man nicht da war. Ich werfe es einfach mal an. Ja, ihr seht, dass sie was macht. Alles gut. Dann gucken wir mal. Da seht ihr jetzt den ersten Cobblestone einlaufen. Und das ist eben ganz viel Zeug, was da noch drin ist, was ich nicht ausgeräumt habe, was aber alles nicht verwertet werden kann. Also auf jeden Fall läuft der Cobblestone schon mal nirgendwo raus. Aber auch hier das Kupfer läuft nicht raus. Das bedeutet, dass ich auch wieder das Problem habe. Ich verstehe es einfach nicht, ihr komischen Leitungen. Na, ich müsste jetzt wieder hier eine Leitung wegschlagen und dann wird es wieder funktionieren. Das ist mir einfach ein Rätsel. Naja. Dann lassen wir dich doch mal da fröhlich machen. Allerdings hier diese ganzen, wartet mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, da machen wir jetzt mal Blöcke draus. Spart Platz und packen die einfach mal hier in diese Kiste rein. Ups, da. Na, na. So, können wir hier noch was schön komprimieren? Können wir aus euch nicht auch irgendwas machen? Ja, Prosperity Block, Prosperity Shards. Hatte ich da nicht schon mal Probleme mit? Naja. Ist auch ein blödes Wort. Obwohl es nur Wohlstand heißt. Naja, egal. Dann machen wir da mal auch Blöcke draus. Das ist ja wirklich das Schöne bei den Blöcken hier aus Mythical Agriculture, dass man sie tatsächlich immer wieder auch zurückcraften kann. Nicht so wie bei anderen Blöcken, die kann man nur einmal craften und dann sind sie weg. So. Gut, ich könnte den Filter jetzt natürlich noch umprogrammieren, dass er mir auch den Diorit und so vernichtet, weil auch Diorit und Granit und Andesit kann ich nicht einschmelzen. Ne, das ist leider nicht möglich. Den Gravel auch nicht, den brauche ich also eigentlich gar nicht. Aber naja. Jetzt kommt er halt raus, jetzt nehmen wir ihn halt mit. So, aber ich kann manuell mal ein bisschen eingreifen. Zum Beispiel die Stöckchen und die Eichensetzlinge können da mal weg. Und der Industriehanf. Und die eine Karotte und den Apfel. Auch den Apfel, den hapsen wir doch einfach mal so weg. Wenn ich hier schon mal Hunger habe. Und das, das fällt mir jetzt einfach mal so aus der Tasche raus. Ui. So, wir warten jetzt natürlich nicht ewig, bis das Ding hier voll ist. Ich meine, so könnte man auch eine Aufnahme füllen, aber ich wollte es ja nur einmal gezeigt haben. Also so werde ich mir jetzt wahrscheinlich den Cobblestone hier besorgen. Denn ihr seht hier, das läuft ja auch recht flott, ne? Auch noch Cobblestone. Jo. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal eingeschaltet. Wenn ich wieder in der Nähe bin, dann ja, soll er loslegen. Gut, achso, der Filter, der kann da mal in die Kiste. Muss ich mir nur merken. Filter in der Kiste und dann können wir doch noch den nächsten Stapel mitnehmen. Da. Okay, jetzt bin ich da auch voll. Rucksack nehme ich jetzt nicht, sondern wir fliegen mal direkt wieder zurück. Und dann zeige ich euch mal meine zweite Tinkers-Schmiede, die ich gebaut habe. Die zweite Tinkers-Schmiede ist nämlich so halbwegs automatisiert. Ich bin zwar da kein Fan von, weil das halt nur über eine Glock funktioniert, aber ja. Ich weiß, es gibt aus extra Utilities auch eine Glock, aber die mag ich nicht, die ist so schnell. Wobei meine ist auch ultra schnell. Vielleicht baue ich da noch eine langsamere hin, wenn ich Zeit und Muße habe. Aber damit ihr das jetzt auch alles verstehen könnt, fliegen wir mal wieder zurück.
Und dann demonstriere ich euch mal das ganze Teil. Ist eigentlich ein ziemlich cleveres Design, wenn man nämlich weiß, dass man die tatsächlich automatisieren kann. Ich glaube, es ist nicht jedem klar, wenn er die Tinkerschmiede sieht, dass da tatsächlich eine Automatisierung möglich ist. Ja? Die sieht ja eigentlich nicht so wirklich technisch aus, aber tatsächlich in diesem Fall, man kann da was machen. Wenn ihr bei mir schon Sky Factory mal geguckt habt vor Äonen, dann habt ihr das schon mal gesehen. Da habe ich die auch automatisiert. Sie hatten natürlich so ein paar Nachteile, wenn man da Erze reinhaut, ohne zu gucken. Ne? Ihr wisst ja, dann gibt es irgendwelche komischen Legierungen in unterschiedlichen Mischverhältnissen, was dann dazu führt, dass die ganzen Gussformen nicht mehr vollgefüllt werden und so halb angefressen da rumstehen. Aber das stört mich hier nicht, denn ich möchte nur und ausschließlich Steine brennen. Schmelzen. Sogar schmelzen. Das ist, glaube ich, der korrekte Ausdruck dafür. Wie weit haben wir es denn noch? 600 Meter. Also beinahe schon geschafft. Wir müssen jetzt nur noch mal hier über diesen Fluss und dann noch mal hier an der Wetterspitze vorbei, die übrigens sehr, sehr dicht an dem Turm ist. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber man sieht sie so gut wie nicht nur als Silhouette, wenn man an einer bestimmten Stelle steht. Aber an der muss ich ja nie stehen. Dann seht ihr es nicht. So, gleich taucht sie aus, die Silhouette aus dem Nichts, die wunderhübsche. Ja gut, also dass das Ding nicht hübsch wird, das war mir ja vorher klar, ne? Also, so ist es halt, ne? Wenn die Vorlage nicht hübsch ist, wird auch das Ergebnis nicht hübsch. Ja, hier schon ein bisschen getestet. Und wir wollten aber hier zur Schmiede, die ist ja hier unten. Ah, und zwar ist das eine ziemlich große Schmiede. Wie ihr sehen könnt, da geht viel Zeug rein. Ne? Also, ich packe jetzt mal hier die ganzen Stapel rein und dann seht ihr mal gleich, wie sich das jetzt rasend schnell hier füllen wird. Und vor allen Dingen auch hier, dass das runtertröpfelt wie nix. Also ich glaube, da passen jetzt, müssten zwei Stapel reinpassen. Das ist also ausreichend. So, dann passiert aber erstmal gar nichts. Oh, da ist auch schon wieder, da ist schon wieder Lava leer. Na gut, dann füllen wir noch ein bisschen Lava nach, dann erkläre ich euch das gleich, denn ich muss ja auch sowieso schlafen in Kürze. So, ich hatte doch irgendwo ein Lava-Loch mir erspäht. Das war, glaube ich, hier. Hier ist es mir schon so komisch hell. Genau, da ist Lava. Zum Glück nicht tief unten. Wird aber auch nicht ewig reichen. Also das überlebt den Bau hier nicht mehr, dieses Lava-Loch. Das verrate ich schon mal. Ohne jetzt vorwegzugreifen. Also, zurück zur Tinkers Schmiede. Zup. Und füllen wir es mal hier ins linke Loch. So. So Angst, dass ich Lava falsch rauskippe, mir auf den Fuß oder so. Jetzt passiert hier natürlich erstmal gar nichts, denn ihr wisst ja, ich muss hier auf diese Hähne klopfen, damit da was reingefüllt wird. So, dann wäre das alte Problem mit den Item-Leitungen. Das geht mir echt auf den Zeiger. Die sind so cool, die Leitungen, aber wenn sie natürlich so rumzicken, nervt das ein bisschen. So, und ich will das Ganze automatisiert haben. Deswegen schalte ich jetzt hier meine Glock an. Hier die Trichter-Glock. Und dann fließt das hier jetzt kontinuierlich raus. Wird aus den Gussbecken rausgezogen und da hinten in meine Kiste geliefert. Und da muss ich jetzt auch nicht dabei rumstehen. Das macht es jetzt ganz von alleine. Und ich muss dann nur immer wieder hier hinfliegen und mir die Sachen rausholen. Ja. So der Plan. Hört sich doch ziemlich einfach an, oder? So, bauen wir doch noch ein bisschen die letzten 2-3 Minuten. Da muss ich mir schon mal überlegen, was machen wir denn morgen dann? Ach, hey. Also, das hier gibt den Eingang, der tatsächlich auch recht unspektakulär ist, wenn man die Filmvorlage mal nimmt. Also jetzt kein toll schick geschwungenes Portal oder so, sondern tatsächlich hier geht es nach innen rein und da ist dann so eine hässliche Treppe. Ja, habe ich nie verstanden, warum der Zauberer von Anfang an schon so böse aussah, der Saruman. Also selbst als man es offiziell noch gar nicht wusste, dass er böse ist, war es einem irgendwie schon klar. Ein bisschen sehr, sehr viel Foreshadowing, würde ich mal behaupten. So.
Ich weiß, dass diese Treppe sogar eigentlich jetzt mal zu klein ist. Hat man selten bei Minecraft, ne? Dass Treppen zu klein sind. Normalerweise sind sie immer viel zu groß. So maßstabsmäßig. Aber das ist hier eine sehr, sehr steile Treppe normalerweise. Auch für so alte Männer wie Zauberer auch super geeignet, finde ich. Also. Ah gut, ist nicht mein Problem. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Gibt es denn auch die verschiedenen Tinkers-Varianten? Stinkers. Man sollte vielleicht nicht gleichzeitig denken und tippen und reden. So, die verschiedenen Tinkers-Varianten tatsächlich. Dann probieren wir doch mal die Brick. Small Bricks, oder? Small Bricks. So, habe ich da zufällig schon welche? Seared Paver, Seared Bricks. Ich wollte Small Triangle. Hättet ihr nicht hier irgendwo sein müssen? Ja, also Tinkers Teile weiterzuentwickeln ist nämlich eine ganz, ganz ulkige Sache. Ja, man legt sie hier ins Feld, dann bekommt man Seared Paver. Und dann geht man so einfach durch. Jetzt sind Seared Bricks. Jetzt sind's Fancy. Square Seared. Triangle Seared. Seared Creeper Face. Und da müsste jetzt die Small Seared Bricks kommen. Genau. Und es gibt auch kein Zurück mehr, ne? Also die sind jetzt auf ewig so. Man kann sie nicht wieder in die Ausgangslage zurückpumpen. Finde ich ein bisschen schade. Ah, okay. Man kann sie natürlich wieder einschmelzen. Jetzt gucken wir uns die mal an. Die Treppe ist nämlich leider auch noch gleichfarbig, war ja klar. Aber da hatte ich euch ja auch schon mal erklärt, dass, ja, wenn man es dann ganz authentisch machen möchte, dann okay, ist es vielleicht auch aus Seared Bricks. Aber dann hebt es sich überhaupt nicht mehr ab. Und das wäre schade. Deswegen bauen wir sie nämlich jetzt genau mit diesen kleinen Dingern. Das sieht nämlich gut aus, finde ich sogar. Und stellen jetzt wieder in mühevoller Kleinarbeit diese Dinger daher. Fancy und Square und Triangle, so dreieckig und das Creeper Face und die Small Bricks. Ja, ist ein bisschen umständlich, ich weiß. So, was machen wir morgen? Boah, den ersten Stock draufsetzen. Juhu, das wird auch spaßig. So, jetzt gucke ich mir das trotzdem erstmal an. Setzen wir einfach mal hier dran. So. Kann man sich das schon so ungefähr denken. Das Ganze muss natürlich dann auch noch unterfüttert werden. Das kann jetzt nicht hier so eine freischwebende Treppe sein. Auf jeden Fall ist da drin alles dunkel. Alles dunkel. Sehr einfach. Also könnte ich hier schon mal auffüllen. Und da auch. So, und dann müssen noch die restlichen Treppenstufen dran. Dann muss das Ganze hier oben natürlich auch noch zugebaut werden. Und damit das auch alles hier seine Richtigkeit hat, glaube ich, muss das auch so zu. So. Ja, jetzt kann ich natürlich noch so ein paar Verzierungen hier machen mit eben anderen von diesen versenkten Steinen. Dafür haben wir sie ja. Um hier den Durchgang noch so ein bisschen mehr anzudeuten. Wir können natürlich das Ganze hier auch sowieso noch eins nach hinten ziehen. Auf Höhe der Treppe. Ja, jetzt wisst ihr auch, was das Problem dieses Baus ist, dass einfach diese Blöcke so wahnsinnig schnell weggehen. Unfassbar. So schnell kann man teilweise gar nicht gucken. Zum Glück habe ich ja noch nicht so viel mit diesen Blöcken gemacht, außer mal die zwei Tinkers Schmieden gesetzt, dass ich hier tatsächlich aus den Blockstatistiken da mal ablesen werde, wie viele Blöcke ich hier in etwa verbaut habe. So, ihr könnt ja schon mal in etwa schätzen. Ich habe euch vorhin die Abmessungen gesagt. Und jetzt gucken wir schon mal nach, ob ihr richtig geschätzt habt. Moment, Statistics, Blocks. Die kam ziemlich weit unten. Ich weiß, nach welcher Zahl ich suchen muss. Da. 2775 Blöcke habe ich jetzt gesetzt. Da zieht ihr mal so, sagen wir mal, grob 70 ab. Das ist die für die beiden Schmieden. Und der Rest sitzt da jetzt schon drin. Ne? Super.
Ja, mein Hauptproblem ist übrigens die Kohle, muss ich mal so erwähnen, weil die noch langsamer ist, beziehungsweise da müsste ich wahrscheinlich noch mehr von diesen Pflanzen haben oder ja, anders kann man Kohle auch nicht herstellen. Weil abbauen, die Mengen, die ich brauche, das ist totaler Irrsinn, das geht nicht. Also es geht schon, wenn man sein halbes Leben investieren möchte. Ah, ihr seht, da kommen immer so ein paar von diesen Dingern raus, da brauchen wir 8 Stück von und dann, nee, also das wird dauern, bis ich diese Seitendinger machen kann. Aber ich habe ja Zeit und ich hetze hier auch nicht rum. Und deswegen mache ich jetzt auch einfach Schluss und sage Tschüss, macht's gut. Und ja, morgen weiß ich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht.